Hallo, herzlich willkommen bei Stotz und Bickel. Sie haben heute einen Termin beim Herrn David Männer. Ich habe ihm schon Bescheid gegeben. Er müsste jeden Moment hier sein. Für Sie ein Besucherausweis, den können Sie sich hier oben anheften. Da kommt er schon runter. Hi, herzlich willkommen bei Stotz und Bickel. Schön, dass Sie es geschafft haben. David Männer freut mich. Prima, dass es klappt, ja. Wir haben heute die Gelegenheit, unser wunderbares Gebäude, von uns selber Intern Vapor Factory genannt, zu besichtigen. Einen ersten Eindruck über die bauliche Brillanz konnten Sie jetzt hier im wunderbaren, geschwungenen Treppenhaus bereits gewinnen. Ich denke, am interessantesten ist es, wenn wir oben auf Produktionsebene loslegen. Deshalb fahren wir jetzt mal mit dem Aufzug hoch, würde ich sagen. Einmal mir nach. Wir sind hier auf Ebene 1 im Produktionsbereich. Zu meiner Rechten befindet sich der Montagebereich für Plentys und Volcanoes, unsere Tischverdampfer. Und direkt dahinter der Prüfraum, wo alle unsere Vaporizer zu 100% geprüft werden, bevor sie zum Verpacken gelangen. Auf der Seite hier ist der Bereich Ventilmontage, wo unsere Ventilsets, Solid Valve und Easy Valve und die Replacement Sets produziert werden. In der Mitte hier befindet sich der Verpackungsbereich, wo in Spitzenzeiten bis zu 750 Vaporizer pro Tag verpackt werden. Das alles macht natürlich einen sehr flüssigen Materialfluss erforderlich, der nur funktioniert, weil wir hier ein automatisches Lager für Paletten und Behälter haben. Insgesamt 600 Stellplätze für Paletten und 3000 Stellplätze für KLTs finden im automatischen Lager Platz. Zu meiner Rechten befindet sich hier der Bereich, wo unsere portablen Geräte sowie das Zubehör produziert werden. Und da hinten, wo es so blau leuchtet, lädt gerade die heutige Tagesproduktion unserer Crafties. Hier haben wir eine Teeküche für unsere Mitarbeiter, wo jederzeit kostenloses Obst und kostenlose Getränke genossen werden dürfen. Darf ich Ihnen was anbieten? Das ist der Ort für unsere erste Pause. Hier sind wir jetzt auch schon auf Ebene 3 angelangt, wo vorne vor dem Fenster der Bereich Entwicklung angesiedelt ist und hier zu meiner Linken der Bereich Einkauf und Qualitätssicherung. Besonders hervorzuheben an der Stelle allerdings die offene und transparente Struktur, die sich nicht nur architektonisch widerspiegelt, sondern natürlich auch in allen Unternehmensprozessen fest implementiert ist. Vielleicht gehen wir gerade noch ein Stück weiter in Richtung Entwicklung. Von hier aus hat man einen guten Blick auf Ebene 2, wo Marketing und Vertrieb genauso wie das Qualitätsmanagement und unsere IT angesiedelt sind. Hinten in dem separat in Glas gefassten Bereich sind Personal und Buchhaltung untergebracht. Nehmen wir vielleicht von hier nochmal einen kurzen Blick in Richtung Produktion, bevor wir zu nah an Entwicklungsgeheimnisse herantreten. Passend zum Entwicklungsbereich in Ebene 3 haben wir jetzt hier auf Ebene 4 den großen Konferenzraum, wo einmal in der Woche dienstags die große Entwicklungsbesprechung stattfindet. Da ist dann tatsächlich der ganze Tisch voll besetzt mit Abgesandten aus der Entwicklung, aus der Forschung, aus dem Marketing und ständig wird an neuen Innovationen mit Nachdruck gearbeitet. Ich kann Ihnen versichern, wir haben noch einige interessante Produkte in der Pipeline. Jetzt gehen wir allerdings trotzdem in Richtung Cafeteria weiter. Einmal mir nach. Zum Abschluss unserer Tour haben wir hier nochmal Gelegenheit, den Blick über die Stadt Tückling schweifen zu lassen oder auch die angrenzende Natur im Rücken des Gebäudes zu genießen. Besonders beeindruckend finde ich an der Stelle allerdings immer den Blick auf unser Foyer und das geschwungene Treppenhaus, das wir ganz zum Anfang unserer Begehung schon bestaunen durften. Vielleicht gehen wir aber gleich weiter in Richtung Cafeteria. Hier werden Sie feststellen, dass wir auch bei der Einrichtung und Ausstattung der Aufenthaltsräume keine Kosten und Mühen gescheut haben, sondern immer das Mitarbeiterwohl im Fokus gehalten haben. Bis zu 100 Leute finden hier Platz und natürlich finden auch die internen Feiern hier alle statt. Zu meiner Rechten ist eine kleine Aufwärmküche, wo die Mitarbeiter ihr Mitgebrachtes aufwärmen können. Und hier direkt vor uns haben wir die Gelegenheit, kleinere Dispute am Tischkicker auszutragen. Aber krönender Abschluss der Tour ist natürlich unsere
Fabrik ist ja eine Volcano-Bar, die ab und zu zum Feierabendbier einlädt und natürlich bei Weihnachtsfeiern und so weiter gut besucht ist. Darf ich Ihnen was anbieten? Ein Bier vielleicht?